Zum vierten Mal veranstaltet das Planungsbüro Nonkonform Architektur vor Ort die Leerstandskonferenz, ein Think Tank für Fragen und Strategien im Umgang mit Leerstand. Die Veranstaltung findet seit 2011 jährlich an einem anderen Ort statt. Wir brauchen sowas, wir haben so viele Leerstände und wir brauchen einfach auch die entsprechenden Ideen, damit wir das Ganze mit Leben wiederum erfüllen können. Am Veranstaltungsort Leoben in der Steiermark zeigen einige Projekte, wie Leerstand erfolgreich reaktiviert werden kann. Ein ehemaliges Dominikanerkloster zeigt sich heute als innerstädtisches Einkaufszentrum. Auf der Leerstandskonferenz werden weitere Alternativnutzungen vorgestellt und diskutiert, zum Beispiel die alte Schule Barut, in der heute Künstlergruppen zusammenleben und arbeiten. Dort wohnen und arbeiten mehrere Parteien dieser sogenannten der kreativen Szene. Das Interessante in dem Projekt ist darzustellen, wie in einem Zeitraum von fast 20 Jahren so eine Gruppe oder solche Aktivitäten im Kontext einer Gemeinde Wirksamkeit entfalten. Fokus der vierten Leerstandskonferenz ist der Umgang mit leerstehenden und aktiven Schulgebäuden sowie dem Thema Bildung im ländlichen Raum. Die Bildung ist eines der wichtigsten Themen, die wir schauen müssen, dass wir im ländlichen Raum sicherstellen können. Und ich denke, dass wir gerade in den Dörfern sehr gute Chancen haben, Schulen zu etablieren, die einerseits den Charme des Kleinen, des Vertrauten, des Intimen haben und gleichzeitig einen Aufbruch auch anbieten. Markus Schatzmann, Gründer und ehemaliger Direktor der Schule Wart, erzählt die Geschichte einer preisgekrönten Schule, die heute in Ermangelung an Schülerinnen und Schüler leer steht. Zusammen mit Architekt Roland Gneiger entwickelte er den Entwurf für das Gebäude und das an die kleine Tourismusgemeinde angepasste Schulkonzept. Unterrichten an einer einklassigen Schule hatte einfach den Vorteil, dass man selber sehr viel Gestaltungsfreiheit hat. Man hat zwar mehr Arbeit, aber man hat viel, viel Gestaltungsfreiheit. Und das habe ich eigentlich schon gesucht, dass ich auch sozusagen mein eigener Schulleiter bin. Das hat mir Spaß gemacht. Diese Freiräume, die motivieren auch etwas zu tun, habe ich bei mir festgestellt. Die Möglichkeiten zum Beispiel, dass Ältere mit Kleineren lernen. Und wenn man das einmal entdeckt hat und weiterentwickelt, dann ist der Alltag sehr, sehr bereichernd. Und eben ist es wieder dasselbe. Man gestaltet ganze Vormittage, man gestaltet ganze Tage, man gestaltet nicht Lektionen. Im oberösterreichischen Feldkirchen musste die Volksschule 2 Baustellenjahre ohne ein Schulhaus auskommen. Eingenistet haben sich die Klassen in dieser Zeit in leerstehenden und ungenutzten Räumen im Gemeindegebiet. Und die aus der Not geborene Situation, dass die Schule sich verteilt über die Gemeinde in lauter Provisorien. Und der Prozess, der damit passiert, der ist also so, dass ich denke, dass da lohnt es sich richtig dran zu lernen. Ich finde die Vorstellung, sagen, jede Klasse muss mal ein Jahr lang ausgelagert werden, eine ausgesprochen sympathische Vorstellung. Nach dem Umbau haben die Klassen der Volksschule gemeinsam mit der neuen Mittelschule das Bildungszentrum Feldkirchen bezogen. Eine Schule mit richtungsweisendem pädagogisch-architektonischem Konzept. Viele Beispiele zeigen, wie sich der ländliche Raum bei dem Thema Bildung und Schule gut positionieren kann. Das Land Niederösterreich hat erstmals eine neue Idee verwirklicht, indem sie ein Talentehaus in einer relativ kleinen Gemeinde, die in einer strukturschwachen Gegend, nämlich im Waldviertel ist, realisiert hat. Und die Grundidee ist, dass man eben dem Vorurteil entgegentritt, dass eine Top-Karriere nur von einer Stadt aus gestartet werden kann. Wie können bestehende Schulstandorte räumlich besser ausgelastet werden? Denn statistisch gesehen sind sie in Österreich nur zu 25% genutzt. Die Frage stellt sich nicht nur aus Gründen der Ressourcen. Und um es dann nutzen zu können, ist es wichtig zu erkennen, dass Schulen, die in Betrieb sind, heute Leerstand haben. Obwohl sie voll in Betrieb sind, sind viele Räume ungenutzt. Und dafür kann man dann Workshops machen, um einfach gemeinsam herauszufinden, wie benutzen wir unsere Räume derzeit, wie dienen sie uns und was brauchen wir eigentlich. Man darf, glaube ich, die Schule nicht als solitär im Stadtbild sehen und als abgeschlossenen Bereich, sondern man muss die Schule mit dem Straßenraum und mit der Stadt vernetzen und verbinden.
Schulen eignen sich sehr gut dafür, aufgrund ihrer Zentralitätsfunktion mit anderen Institutionen zusammenzugehen. Also das kann ein Supermarkt sein, das können durchaus auch Wohnungen sein, sodass auch Altersheime und Schulen durchaus kombinierbar sind. Da gibt es grandiose Beispiele auch in den Niederlanden mit wirklich Gemeinschaftsbereichen, wo sich die ganz Alten und die ganz Jungen treffen. Also diese Hybridisierung sollte eigentlich etwas recht Natürliches sein, aus Ressourcengründen, aber auch aus Gründen des sozialen Zusammenhalts. Die Einbindung von Schule in den Ort und vom Ort in die Schule gelingt besonders gut, wenn diese nicht nur von Schülerinnen und Schülern bzw. Lehrerinnen und Lehrern benutzt wird. Ein Beispiel für eine Kooperation ist der Verein Othello im oberösterreichischen Vochdorf. Die Mitglieder des offenen Technologielabors nutzen mehrere Klassenräume einer aktiven Schule. Jemand, der im Othello aktiv ist, ein Othello-Mitglied sozusagen, hat ein paar Stunden die Nachmittagsbetreuung auch gemacht, wo Schüler und Schülerinnen dann ins Othello kamen und da halt, was interessiert hat, auch daran arbeiten konnten. Vor allem das Othello darf, das offene Technologielabor, darf die Schulküche mitbenutzen, Werkräume mitbenutzen, auch den Physiksaal zum Beispiel oder Chemiesaal kann man, wenn es passt, nutzen. Umgekehrt ist es aber auch so, dass wir Equipment haben, was sich die Schule auch anfängt auszuborgen. Also ist ja alles noch so sehr am Beginn. Die eine Variante ist, dass man sagt, es ist so wie Othello, ja. Also hier, das heißt, es ist ein System neben der Schule, was gewissermaßen wie so ein Kontrapunkt wirkt und originäre Lernsituationen beisteuert. Und es bleibt aber gewissermaßen das konventionelle Schulsystem daneben erhalten. Oder es gibt eine wirkliche Vermischung. Jetzt ein Beispiel, wie die Schule direkt in die Gemeinde hineinwirkt. Die Gemeinde hatte einen ganz hässlichen Dorfplatz und wir haben dieses Thema aufgegriffen, haben Dorfplätze besucht, der Bürgermeister war auch dabei, der Gemeindevorstand war dabei. Wir haben Zeichnungen gemacht, wir haben Fotos gemacht, wir haben Dorfplätze besucht. Und dann haben wir das präsentiert. Wenn eine Gemeinde keine Schule mehr hat, dann fehlt schon kulturell etwas ganz Fundamentales. 120 Konferenzteilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Diskussionen und Gespräche bereichert. Die vielfältigen Perspektiven haben gezeigt, dass das Entwickeln von Strategien gemeinschaftlich entstehen muss. Was ich mitnehme, ist, dass ich mich sehr bestätigt fühle in unserer Arbeit, die sich ja sehr stark mit der Beteiligung von Menschen beschäftigt. Ich denke, wenn es um Leerstände geht, wenn es um Nachnutzungen geht, egal ob es um Schulen geht oder um andere Gebäude, ist der Mensch, ist einfach die breite Masse auch gefordert. Es ist nicht ein Einzelanliegen. Wenn man Schulumbauten macht, so wie es bei uns jetzt ansteht, dass man da wirklich die Bürgerbeteiligung, also die Beteiligung aller Betroffenen, viel mehr mit einbezieht und nicht, wie es jetzt momentan läuft, so wie im Land, dass ein Projektierer kommt und einfach nur Bestand aufnimmt, Räumlichkeiten aufnimmt und eigentlich die beteiligt sind, überhaupt nicht gefragt werden. Das Gesamtbudget ist ja nur die letztendliche Hülle und davor muss dieser Beteiligungsprozess stattfinden, um einfach gemeinsam herauszufinden, was es braucht. Was ist bei einem Neubau oder einer Sanierung eines Schulgebäudes zu beachten, damit zeitgemäßes Lernen und Lehren möglich wird? Pauschal ist das nicht zu beantworten, denn jeder Bildungsort hat seine ganz spezifischen Voraussetzungen. In Leoben wurden diese bei einer dreitägigen Vor-Ort-Ideenwerkstatt mit den Beteiligten genau unter die Lupe genommen. Erst nach dieser intensiven Orientierungsphase hat die konkrete Planung begonnen. 2016 werden nach einem Umbau 3 Schultypen unter ein Dach gebracht. Wir bereiten in der Vorbereitungsphase das Feld auf. Das heißt, wir führen einzelne Gespräche, neben dem, dass wir Fakten uns holen, also Pläne etc., arbeiten wir mit einzelnen Leuten und hören zu, sodass wir ein Gefühl aufbauen können, welche Menschen und welche Organismen hier vorhanden sind. Das ist das Erste. Außerdem lernen die Leute uns schon kennen. Und dann konzentrieren wir alles auf eine kurze Woche, bauen am Montag auf, präsentieren am Freitag und arbeiten 3 Tage lang vor Ort als voll aktives Architekturbüro mitten unter den Menschen. Das ist das Wichtigste meiner Meinung nach. Hinter all diesen Methoden des Vorgehens ist das Wesentlichste vor allem eines, nämlich, dass wir in diesen 3 Tagen den Raum aufbauen dafür, dass die Leute uns vertrauen. Und wenn du Vertrauen hast, kannst du noch mal viel besser mit ihnen sprechen und im Gespräch kannst du jedes Problem lösen.
Und wir haben in den Vorträgen hier sehr klar gesehen, auch bei dem Schulbesuch von dem neuen Schulzentrum Donnerwitz, dass ja dort auf diese Teambildung ganz besonders Wert gelegt wird, also sowohl zwischen den Schulen als auch, dass eben in den einzelnen sozialen Klassen dann noch kleinere Teams gebildet werden. Und diese Teams brauchen Platz, brauchen unterschiedliche Plätze. Die Klassen öffnen sich ja zu den Gängen. Das heißt, das, was man gehabt hat, der Lehrer macht die Klasse zu und dann ist er in seiner eigenen Welt, für die er verantwortlich ist. Das wird so nicht mehr sein. Man wird also hören, was in den Klassen passiert, nicht nur durch die geschlossene Türe. Es werden auch Schüler am Gang sein, die trotzdem am Unterricht teilnehmen. Und das wird natürlich, wie wir hoffen, eine komplett neue Unterrichtsform und eine neue Art für die Schüler, wie ihnen der Unterrichtsstoff, weil das wird bleiben, gelehrt werden kann. Das ist die 1:1-Testung von einem Objekt, das wir mit den Nutzerinnen da entwickelt haben und das Durchblicke von einer Klasse in den Gang ermöglichen soll in Zukunft. Die Lernpore ist eigentlich das Lebendigmachen der Mittelmauer. Also es ist ein Holzmöbel, das steckt drin zwischen Lernweltgang und Lernweltklasse und ermöglicht einfach das Durchlernen zwischen diesen beiden Bereichen. Was ich mitnehme, war der Schock vor dem Gebäude, wo ich im ersten Moment dachte, um Gottes Willen, das kann überhaupt nicht gehen. Und die Ideen, die im Augenblick da sind, wie man dieses Gebäude für Volksschüler tauglich machen kann, das finde ich ungeheuer aufregend. Und aufregend wird der Prozess sein, wenn die Schule dann in Beschlag gelegt wird und man sehen kann, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Die Schule 2016, wenn sie eröffnet wird und wir mit Ihnen Sie begleiten dabei, sich hier einzuleben, wird so ausschauen, dass im besten Falle hier ein lebendes Ganzes von drei Organisationen beginnt, zusammen zu lernen und zu arbeiten und zu leben.